Also es Hallo meine gibt. Lieben, heute zu Gast Ernst Woll. Vielen Dank für Ihre Zeit. Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Das Projekt, was im Moment vorangetrieben wird, ist eben die Einführung von digitalem Zentralbankgeld. Darüber wird in den Medien so gut wie überhaupt nichts berichtet. Wir wissen, dass die drei Großversuche auf Jamaika, auf den Bahamas und in Nigeria mehr oder weniger schiefgegangen sind, dass es da also mit größerem Widerstand zu rechnen ist. Und da ist es natürlich ganz wichtig, dass man die Leute unter Druck bekommt. Und wie bekommt man die Leute unter Druck? Also durch die ganzen politischen Maßnahmen, die jetzt ergriffen werden und dadurch, dass man sie spaltet. Also dass man die eine Seite der Bevölkerung gegen die andere Seite aufbringt. Und es gibt ja sehr viele Leute, die guten Willens sind und die glauben, dass sie eine nicht mehr vorhandene Demokratie retten müssen, indem sie jetzt auf die Straße gehen und gegen die Rechtsextremisten da zu Felde ziehen. Diese Leute wissen leider nicht, dass die Gefahr aus einer ganz anderen Richtung kommt. Warum denken Sie, interessiert die Mehrheit der Menschen nicht die wahren Hintergründe und vielmehr dieses Hin- und Herspiel in der Politik? Also wirklich, man schaut sich lieber solche Shows an, was Politiker einem sagen, als dass man wirklich sagt, so, was passiert jetzt eigentlich da oder da? Ja, weil den Leuten also diese wirklich wichtige Agenda ja verschwiegen wird und weil den Leuten dieses Theater ja praktisch eingehämmert wird. Also wir haben es ja heute mit Medien zu tun, die zu 100% kontrolliert werden vom digital-finanziellen Komplex. Also wir haben die ganzen sozialen Medien, ob das jetzt Facebook, YouTube, Instagram, TikTok oder was sonst auch ist, die werden alle von den großen IT-Konzernen beherrscht. Dahinter stecken die großen Vermögensverwalter. Also die öffentlich-rechtlichen Medien, die Politik hat sich total BlackRock und Co. unterworfen. Also da werden die Leute einfach von morgens bis abends zugedröhnt mit diesem Unterhaltungstheater. Und da kann man immer nur auf diesen Satz zurückgeben, den der Musiker Frank Zappa in den 70er Jahren mal geprägt hat. Also die Politik ist die Unterhaltungsabteilung, der hat damals gesagt, des militärisch-industriellen Komplexes, heute eben des digital-finanziellen Komplexes. Das heißt, aus jeglicher Hinsicht einfach eine pure Ablenkung, um dann wirklich die wahren Dinge zu verschweigen. Man frage sich, warum kommt jetzt diese Krise oder warum passiert jetzt dies oder jenes? Aber all das führt dazu, dass man die ganze Zeit beschallt wird. Ganz genau. Eine weitere Beschallung ist nämlich Pistorius. Und der fordert wieder einmal viel, viel mehr Geld für, naja, für die Bundeswehr, für grundsätzlich Kriege, Verteidigung und so weiter. Und die Frage ist, wird dieses Geld wieder aufgebracht? Und woher? Wo kommt denn das ganze Geld dann im Grunde her? Was hat das dann für Konsequenzen? Das Geld kann nur aus einer Quelle kommen, das kann nur aus dem Staatsetat kommen, also aus dem Staatshaushalt. Und dieser Staatshaushalt, der setzt sich zusammen aus den ganzen Steuerzahlungen, die vor allem der Mittelstand leistet. Also entweder man erhöht dann die Steuern, um diese ganzen neuen Waffen da zu bezahlen, oder man gibt Staatsanleihen aus und erhöht so die Geldmenge und enteignet die Leute so über die Inflation. Also es gibt diese beiden Methoden nur diese beiden Arten, auf die man das Ganze finanzieren kann. Interessant ist eben, dass Herr Pistorius das Ganze unglaublich vorantreibt. Also das hätte man sich vor 5 oder 10 Jahren niemals vorstellen können, dass ein SPD-Verteidigungsminister so auf Kriegskurs geht. Also nicht nur die Wehrpflicht fordert, sondern immer neue Waffen fordert, immer selbst teilnimmt bei der Einweihung von Waffenfirmen. Also einen solchen Kriegstreiber hätte man sich vor wenigen Jahren noch nicht vorstellen können. Aber leider leben wir in extremen Zeiten und man muss auch sagen, in extrem gefährlichen Zeiten. Ja, absolut verdreht, genauso die Grünen. Also man sieht gar nicht mehr diese Zusammenhänge zu früheren Forderungen. Nein, nein, gerade die Grünen sind ja eigentlich die schlimmsten von allen. Die sind ja bei der letzten Wahl angetreten mit der Forderung, also keine Waffen in Kriegsgebiete. Inzwischen sprechen sich ja einige von denen sogar für die Stationierung von Atomwaffen in Deutschland aus. Also sie wollen keine Atomkraftwerke, aber sie wollen Atomwaffen haben. Also das ist so irrsinnig, wie die also ihre eigenen Agenda da in den Rücken fallen. Aber das ist eben der Zahn der Zeit, der Trend der Zeit, dass die sich eben den wirklichen Kräften unserer Zeit unterwerfen müssen. Und die wirkliche Kraft, das ist einfach BlackRock im Moment an der Spitze dieses digital-finanziellen Komplexes. Es ist nicht umsonst, dass Herr Habeck sich von einer BlackRock, ehemaligen BlackRock-Bankerin da seine Politik vorschreiben lässt. Wie wahrscheinlich sehen Sie denn eine Vermögensabgabe? Ja, ich denke, das kann man auf keinen Fall ausschließen. Also da gibt es jetzt alle Optionen sind auf dem Tisch. Es gibt alle Möglichkeiten. Und wenn der Staat eben nicht genug Geld hat und wenn man Angst hat, dass man mit der Ausgabe neuer Staatsanleihen die Inflation zu weit antreibt, dass man also dadurch sehr unter Druck gerät als Regierung, dann wird man möglicherweise auf eine Vermögensabgabe zurückgreifen. Also ausschließen würde ich da überhaupt nichts mehr. Also Recht und Gesetz gelten schon seit einigen Jahren in diesem Land auf jeden Fall nicht mehr und auch in vielen anderen Ländern nicht mehr.
Vor allem hat man es in der Vergangenheit gesehen, dass meistens also bei Weltkriegen dann auch eine derartige Vermögensabgabe dann gefolgt ist. Und man hat ja jetzt auch gesehen, 2020 wurde ja auch darüber debattiert, was man da machen könnte, um mögliche Folgekosten, da war es ja noch nicht mal so weit, dann ja irgendwie ausgleichen zu können. Ganz genau. Interessant ist, dass diese Vermögensabgabe natürlich den Mittelstand betreffen wird. Also die ganz Großen, also die großen Investoren, die haben ihr ganzes Geld natürlich im Ausland irgendwo geparkt und an das Geld wird man nicht rankommen. Die Großkonzerne sind irgendwo auf irgendwelchen Inseln registriert und an die wird man auch nicht rankommen. So wie man, wie diese Großkonzerne ja auch viel weniger Steuern bezahlen als der Mittelstand. Also das Ganze ist der nächste Frontalangriff auf den Mittelstand. Ist es dann so, dass diese Vermögensabgabe für diejenigen zählt, die dann in Deutschland gemeldet sind, für alle Staatsbürger oder für ist das dann für Banken, die das dann weitergeben? Also wie kann man sich das dann vorstellen? Ich denke, das wird auf jeden Fall für die gelten, die hier in Deutschland ihren Wohnsitz haben, zumindest ihren ersten Wohnsitz haben. Ich glaube nicht, dass man da die Banken einbeziehen wird, weil ich meine, die Banken, die sind natürlich sehr raffiniert und haben alle möglichen Konstrukte. Die haben ihre Zentralen irgendwo auf den Cayman Islands sitzen und werden natürlich den Teufel tun, selber da diese Rüstungseskalation da zu bezahlen. Also wie gesagt, das Ganze wird mit aller Härte vor allem den Mittelstand treffen. Wenn wir bei Rüstung bleiben, wie sieht es eigentlich momentan in der Ukraine und in Russland aus? Also wie kann der Krieg ausgehen? Wie kann er zu Ende gehen? Man hört ja die wildesten Spekulationen, dass die Ukraine bald eine Niederlage erleiden wird, dass es Russland aber auch nicht gut geht. Also wie kann man sich das einschätzen? Na, ich denke, all diese Nachrichten dienen nur dazu, diesen Krieg endlos zu verlängern. Also ich glaube nicht, dass dieser Krieg geführt wird, um ihn zu gewinnen, von beiden Seiten nicht. Sondern es wird von beiden Seiten geführt, dieser Krieg, um abzulenken. In Russland genauso wie bei uns. Also in Russland will man auch das digitale Zentralbankgeld einführen. Da wird die Digitalisierung genauso vorangetrieben wie bei uns. Und ein Krieg ist natürlich ein wunderbares Mittel, um die Leute unter Kontrolle zu halten, um den Leuten Angst zu machen. Und das gilt nicht nur für Russland, das gilt für uns genauso. Also im Moment haben wir ja diese leichten Landgewinne der Russen da, die uns dann eben so präsentiert werden, dass man eigentlich noch ein bisschen stärker dagegen angehen müsste. Der französische Präsident sagt dann, er müsste seine eigenen Truppen da einsetzen. Also das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr gefährliches Pulverfass, was sich jederzeit entzünden kann und was natürlich auch an andere Länder um die Ukraine herum betreffen kann. Also auch Westeuropa würde ich da nicht mehr ausschließen. Also die Leute sind alle auf einem irrsinnigen Kriegspfad und haben offensichtlich alle roten Linien da überschritten inzwischen. Ja, aber wie wir es ja öfters mal besprochen haben, eigentlich so ein gemeinsames Spiel, könnte man sagen. Also gar nicht so dieses, dass man es zum Eskalieren bringt, sondern im Grunde könnte man sagen, ist ja fast schon eine Eskalation geplant. Ja, genau. Also es ist so, dass es wird ja sehr viel Geld auch dabei verdient. Also die neuen Waffen müssen ja bezahlt werden. Dabei wird sehr viel Geld verdient. Dann die Ukraine ist das beste Labor für die IT-Industrie, vor allem weil was die Entwicklung der künstlichen Intelligenz angeht. Da profitieren natürlich gerade die urgroßen Sieben, die Magnificent Seven da im Silicon Valley davon. Und die werden schon dafür sorgen, dass dieser Krieg einfach weitergeht. Und Putin spielt von seiner Seite das Spiel auch mit. Er erklärt seinen Leuten eben, er müsse diesen Krieg führen, weil eben er bedroht wird vom Westen. Und er erklärt, dass diese Sanktionen dazu führen, dass man eben das digitale Zentralbankgeld in Russland einführen muss. Die Ideologien sind unterschiedlich, aber der Plan, die Agenda ist genau die gleiche. Wenn wir zum nächsten Brandherd gehen, das ist nämlich Israel, und Baerbock äußerte sich ja kritisch gegenüber dem israelischen Militäreinsatz. Was geschieht denn gerade in Israel? Naja, Frau Baerbock lügt wie immer. Also Frau Baerbock sagt, dass sie dem Herrn Netanyahu da irgendwie den Marsch geblasen hätte und ihn dazu aufgefordert hätte, also ein bisschen rücksichtsvoller mit der palästinensischen Bevölkerung umzugehen. Aber in Wirklichkeit ist überhaupt nichts passiert. Im Gegenteil, wenige Tage nach ihrem Besuch bei Herrn Netanyahu sind die nächsten grausamen Angriffe auf den Gazastreifen gestartet worden. Besonders grausam, weil die das Flüchtlingslager in Rafah betroffen haben. Also das sind schwerste Kriegsverbrechen, die da begangen werden. Und wenn sich dann deutsche Grüne da so exponieren als Leute, die eigentlich für den Frieden eintreten, dann lügen die uns allen einfach nur die Hucke voll. Also da sieht man auch kein Ende, da ist überhaupt kein Ende in Sicht. Und das, was jetzt am Wochenende passiert ist, das denke ich, das wird auch den Konflikt da noch weiter anheizen. Es ist ganz ähnlich wie im Zweiten Weltkrieg und im Ersten Weltkrieg. Also da wurden unendlich viele gerade junge Menschen in den Tod geschickt.
Und im Hintergrund haben die gleichen Leute profitiert. Damals haben die amerikanischen Banken mit den deutschen Banken zusammengearbeitet, im Zweiten Weltkrieg genauso wie im Ersten Weltkrieg. Also inzwischen ist es aber eine andere Großmacht. Inzwischen sind die Banken der Wall Street übernommen worden von den großen Vermögensverwaltern. Und seit ungefähr 50 Jahren ist ja die IT-Industrie explodiert und ist heute zur größten, mit zur größten Macht auf der Erde geworden. Also heute haben wir ja dieses Regime, wo nicht mehr gilt, Geld regiert die Welt, sondern Geld und Daten regieren die Welt. Und was wir im Moment haben, ist eben das größte und mächtigste Kartell, das es jemals gegeben hat. Und dieses Kartell gibt den Weg vor. Und die Politiker, die wir alle sehen, das sind nichts anderes als Marionetten dieses Kartells.